So. Mal gucken. Da sind wir wieder am Tageslicht. Ich sag ja, wenn man bloß so kurze Folgen mal macht in so einer Session, da ist das eigentlich völlig ausreichend. Man muss dann nicht immer stundenlang drin rumkrebsen. Redstone haben wir gar nicht so viel. Guck mal, haben wir noch eine zweite Truhe, dann notfalls Lapislazo. Die haben wir nicht, Diamant haben wir nicht, Gold haben wir. Immerhin 5. Wobei wir die auch gleich einschmelzen können. Naja, machen wir auch gleich, komm. Das können wir nämlich hier schon mal einschmelzen. Gold. Ja, wenn er den will. Oh ja, guck mal, hallo. Hallo Desktop. Hallo Gewitterbild. Da waren wir mal ganz kurz zu Besuch. So, jetzt nochmal. Das Gold hier rein. Und hier das Eisen. Und das restliche Eisen. So. Räumen wir unseren Mist hier auf wieder. Erde. Haben wir ein bisschen. Haben ein bisschen Kies auf jeden Fall. Hier haben wir noch Feuerstein. Einen zumindest. Und der Rest ist alles Cobblestone. Halt. Hier unten. Ich werde es mir nie merken. Steht ja auch nicht dran, weißt du, ich mache das mittlerweile schon nach Gefühl. Würde jetzt ja einer über Nacht alle Kisten umbinden, ich würde nie wieder was finden. So, ja. Können wir mal die Äxte aufräumen, die brauchen wir gerade nicht. Zack. Schaufel kann auch da rein. So, dann warten wir mal hier die Produktion ab, gehen so lange mal schnell hinter und räumen noch die Samen weg. Mal gucken, was dann noch so geht. Ja, die Felder, die brauchen noch ein kleines bisschen hier. Naja, fast. Fast fertig sind sie. So, die zwei Samen hier kommen. Boing, 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 boing. Na, Iers, was ist denn da los? Das gibt's ja nicht. Da ist tatsächlich ein Schaf mit bei den Karnickeln reingejumpt. Das ist ja sagenhaft. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir auf der sicheren Seite sind, wenn wir jetzt da Wände reingezogen haben. Aber irgendwie klitschen die da doch noch durch. Man glaubt es kaum. So, das warten wir mal noch fröhlich ab hier. Da können wir auch mal kurz davor stehen bleiben. Ah ja, herrlich. Schön. Oh, es ist gerade so richtig schön angenehm kühl. Mir ist direkt fast kalt. Das wird so schön werden, die Nacht zum Schlafen, ey. Oh, geil. Einfach nur, weil wir so gepeinigt sind. Die letzten Nächte war es so arschwarm. Also, arschwarm. Es war so heiß, selbst im Arsch war es kühler. Ne? Kennt das Bild mit dem Fieberthermometer? 37,5 Grad im Hintern. Draußen war es einfach mal 39 oder so. In der Sonne. So. Klauen wir mal noch ein bisschen Kohle raus hier. Halt, eins muss man noch reinmachen. So. Jo. Meins. Auch meins. Konnte ich noch retten. Und das können wir auch noch retten hier. So, haben wir 33 mal Eisen, 5 mal Gold. Wunderschön. Eisen. Eisen habe ich unten. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch 24. Das können wir gleich noch mit einschmelzen. Aber natürlich, gewieft wie wir sind, teilen wir das mal durch 4. Naja, egal. So, wuppdich, können wir das Gold mal schnell aufräumen gehen. So, da haben wir jetzt auch schon 77. Schön. Oh, da könnt ihr noch ein bisschen schmuggeln hier. Immer wieder im Kreise drehen und das Eisen stehlen.
Also ist er schneller fertig, als wenn wir das alles in einen Ofen reinschmeißen würden. Da können wir uns schon mal wieder ein bisschen die Kohle rausklauen hier. Die überflüssige. Wir wollen ja hier nicht unnötig mit den Ressourcen rumwüsten. So, erstes fertig. Die können wir auch schon rausnehmen. Die ist auch fertig. So, auch fertig. Und fertig. So, wieder 24 Eisen und 24 Kohle. Eisen, 24. Ah, da haben wir doch schon mal reichlich. Das ist doch gut. Der war voll, der war ungefähr halb voll. Läuft. So, ganz kurz Überlegungsgeschichte. Wenn ich noch ein bisschen... Jetzt wird es nämlich gleich interessant werden. Wir haben nämlich nicht mehr wirklich... Glowstone 12 haben wir noch. Jetzt wird es nämlich interessant. Wir müssen nämlich eigentlich, um die Pyramide fertigzustellen, müssen wir Glowstone haben. Und auch ein bisschen Stein. Spitzhacken auf jeden Fall. Und müssten eigentlich mal ins Nether. Ja. Also in der Tat. Was wir sonst wirklich eigentlich fast ausschließlich nur in den Special-Folgen gemacht haben und mal so zwischendurch eine kleine Session, müssten wir mal wieder ins Nether gehen. Man glaubt es kaum. Der Wolfi geht ins Nether. Ja, Wahnsinn. Lange her. Echt lange her. So. Schön. Kriegt er nicht hin. Jetzt. Oh, Alter. Herzlich willkommen in der Hölle. Wir sind da. Und wir brauchen Glowstone. Die Frage aller Fragen. Wo ist denn hier noch Glowstone? Alter, der braucht gerade echt übel lange zum Rendern hier. Ja. Lassen wir mal ganz kurz eine Ladezeit und gehen mal ganz kurz durch. Also so auf den ersten Blick. Sehe jetzt nämlich gar keinen Glowstone. Dann müssen wir mal hier in Richtung unserer Festung gehen und da mal so ein bisschen das Gebiet abgraben. Abgrasen. Da hinten sehe ich welchen. Da unten. Ja. Okay. Ja, da hinten. Ah ja, gut. Oh ja, okay. Also, keine Mangelware haben wir da. Wir müssen nur immer ein bisschen gucken, wie wir da am besten hinkommen. Ja, weil hier nämlich, das stürzt dann alles in die Tiefe, genauso wie ich. Und das muss nicht sein. Demzufolge baue ich mir mal hier so ein kleines Treppchen, so ein kleines Podest hier, wo der Glowstone dann draufplauzen kann. Und ich im besten Fall auch drauf stehen bleibe, ohne in den Höllenschlund zu fliegen. Da sind wir nämlich bei Zeiten mausetot hier, wenn das passiert. Ich baue das mal ein bisschen großzügig, kennt ihr ja. Und dann können wir uns hier mal dran machen, hier ein bisschen Glowstone rauszuhauen. Achso, ich wollte gerade sagen, wie ist denn das? Droppt der auch ein paar Blöcke? Momentan will er gerade gar nicht so richtig. Das ist Overflow für den alten Herrn hier. Aber extrem, wie ich das gerade so merke. Da macht er nämlich nicht viel mit uns hier. Aber wir kriegen auf jeden Fall Glowstone-Blöcke draus. Und also diese kleinen, nicht die Blöcke, sondern eben diese kleinen Glowstone-Dinger hier. Wie nennen die sich? Glowstone-Staub. Und aus denen können wir uns ja dann neue Blöcke zaubern. So, jetzt müssen wir das ganze Spiel da drüben auch nochmal machen. Da allerdings einen tiefer, weil sonst da werde ich sonst nicht ganz hinkommen. So, vielleicht sogar noch einen tiefer, sehe ich gerade. Naja, improvisieren ist alles. Wie gesagt, auch wenn er hier gerade ein bisschen Renderschwierigkeiten hat, der gute alte PC, müssen wir es irgendwie übers Knie brechen. Aber erst in der nächsten Folge.